Eine Wand aus Naturmaterialien wie Holz, Hanf, sogar Seegras, Lehm oder Kalk. Wie kann sowas ausschauen? Hallo, mein Name ist Christina Ebisch und hier auf dem Kanal dreht sich alles rund ums gesunde und urenkeltaugliche Bauen. Und heute zeigt uns Peter, der sympathische Lehmbauer aus dem Lehmladen, eine weitere Wandkonstruktion. Er hat uns ja bereits einen kleinen Einblick gegeben, wie wir gesund und urenkeltauglich eine Fachwerkwand sanieren können und hat uns eine Innenwandkonstruktion vorgestellt. Und heute zeigt er uns ein weiteres Beispiel für eine Wand mit einer integrierten Wandheizung, die zum einen für Wohlbefinden und Behaglichkeit sorgt und zum anderen bares Geld sparen kann. Wir haben hier ein Beispiel für eine Holzrahmenkonstruktion. Das ist ein Aufbau mit einer Dämmebene. Haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt Seegras. Wir haben noch andere Möglichkeiten mit Stopfhanf. Das ist aufgefaserter Hanf als Dämmung. Hier hinten sieht man noch so ein bisschen Weichfaser-Dämmplatten. Die sind aus Holzfasern. Das Ganze bildet eine Wand da. Kann auch eine Außenwand sein, kann eine Innenwand sein und. Die ist hier mit einer Holzverschalung halt hergestellt als Wandscheibe. Und hier das Beispiel gezeigt mit einer weiteren Isolationsschicht und einer Unterkonstruktion für einen Fertigplattenformataufbau in dieser Ausführung mit integrierter Wandheizung. Das Ganze ist ein fertiges Segment. Wenn man sich vorstellt, eine große Wand mit vielen Segmenten, kann man einfach schrauben auf die Unterkonstruktion, zack, zack. Das können verschiedene Gewerke machen, das müssen nicht die Ökobauer machen oder. Ein Beispiel für, wie man eine Wandfläche herstellen kann. Das Ganze ist vorbereitet für nachher den Oberflächenputz. Je nachdem, was man möchte, hat man noch verschiedene Vorbereitungen zu machen. Aber in sich ist das ein fertiges Produkt. Wir müssen nur noch eine Gewebelage aufführen. Die sieht man jetzt hier schwierig. Da ist sie. Das ist eine Gewebelage, um einfach das Ganze nochmal in sich zu festigen. Wenn man sich vorstellt, einzelne Segmente sind aneinander angeschlossen, dann gibt es da immer wieder Möglichkeiten für Risse. Das verhindern wir mit diesem Gewebe so gut wie möglich und können dann unseren Oberputz drauf bauen. Hier sind wir bei dem Beispiel des Holzrahmenständerwerks auf der anderen Seite, jetzt hier mal als Außenseite fassadenseitig dargestellt mit einer Holzweichfaser-Dämmplatte, aufgebracht mit den Dübeln als Befestigung und mit einem Kalkputz versehen als Grundlage für eine spätere Fassadengestaltung. Danke an Peter und danke an den Lehmladen. Mehr Inspiration findest du wie immer hier.